Dann lass uns an die Spitze der Fußball-Bundesliga gehen. Zeichnet sich ja doch eine sehr interessante Konstellation da vorne ab. Leipzig ist immer mit drin, die hatten jetzt einen kleinen Hänger drin gegen Bochum. Aber es sieht sehr gut aus bei Leverkusen, Bayern und auch Dortmund, wenn man da sagt, ah, das war spielerisch noch gar nicht so überragend, stehen ohne Niederlage da jetzt nach den Spielen. Was ist euer Favorit aktuell? Wer begeistert euch am meisten? Ja, Bayer Leverkusen. Also ich habe sie in München live gesehen, ich habe die Heimspiele gesehen, mit was für einer Selbstverständlichkeit diese Mannschaft auftritt. Vor allen Dingen so viele Spieler, die neu da sind, wo du das Gefühl hast, die brauchten gar nicht lange Zeit, um sich irgendwie so richtig einzugewöhnen, zu integrieren. Grimaldo haut da die Freistöße reihenweise in den Knick. Das macht er im Training genauso. Das sieht dann wirklich so einfach aus, aber da steckt natürlich viel harte Arbeit hinter. Und wenn ich sehe, wie akribisch auch ein Xabi Alonso arbeitet im Training, jedes Mal unterbricht, selber die Fußballschuhe anhat, da reingeht und mal eben zwei Diagonalbälle hinten ans andere Eck, in die Eckfahne, genau in das kleine Dreieck zaubert und die Spieler gucken sich alle an und denken, wow, okay. Ja, also wenn du schon siehst, dass ein Trainer sowas noch drauf hat, dann folgst du dem ja blind, ne? Und wenn du weißt, was er alles gewonnen hat, ich meine, ich glaube schon, dass es, vielleicht werdet ihr mir recht geben, nochmal ein Unterschied ist, wenn ein Trainer kommt mit dieser Vita, mit dieser Aura, dass du da vielleicht schon ein bisschen anders zuhörst, als wenn jetzt jemand reinkommt, der vielleicht nicht diese Dinge im Fußball so vorher geschafft hat. Ja, Diese also. natürliche Autorität, die er hat, ne? Ja, es ist Wahnsinn. Also ich von Tag 1 an, ohne aber Starallüren irgendwie zu haben, hatte ich das Gefühl. Also ich als Journalist habe immer das Gefühl, der ist so höflich und so nett. Nach der Sommerpause, kleines Beispiel, kommt er in den PK-Raum und seine Pressesprecherin sagt so, dann setzen wir uns einmal da vorne, sagt er, Moment, und geht erstmal um die Runde und gibt jedem Journalisten persönlich die Hand und fragt kurz, wer der Urlaub war. Ja, also das ist Xabi Alonso. Unfassbar, wirklich. Was hast du über deinen Urlaub erzählt? Mallorca? Oh. Fand er gut, aber er hat gesagt, Ibiza ist eher seins. Und den Rest, den erzähle ich jetzt hier nicht. Ich stelle mir gerade Xabi Alonso in Badelatschen am Ballermann vor. Eigentlich auch ziemlich Ich lustig. würde ihn mitnehmen, aber ich glaube, er will nicht. Jens, jetzt warst du ja lange Zeit bei Bayer 04 Leverkusen. Traust du dieses Jahr auch den großen Sprung zu? Ich habe mir so zur Prämisse gemacht, 3 Spiele nach der Winterpause. Dann, wenn es zu dem Zeitpunkt noch so stehen würde in der Tabelle, würde ich sagen, ja. Aber bis dahin, da passiert noch so viel. Und allein dieser Knick Winterpause, das hat uns damals schon das eine oder andere Mal wirklich aus dem Konzept gebracht. Und ich glaube, wenn man wirklich aus der Winterpause rauskommt, das erste Spiel, das ist noch immer so ein, da kommen wieder alle und sagen, ja, wir müssen wissen, wo man gucken, wo man steht, wir wissen es noch nicht. Aber so nach dem dritten Spiel ist die Tendenz da, zu sagen, okay, die sind wieder in einem guten Fahrwasser drin, die haben wieder diesen Lauf. Und dann haben sie, ich meine, das sieht man ja, absolut die Qualität, um da oben dabei zu bleiben. Aber, ich meine, das war jetzt auch gerade schon im Chat geschrieben. Störfeuer werden kommen, allen voran der Trainer. Was wird mit dem sein? Egal, ob er verlängert hat oder nicht, wenn Real Madrid klopft, ist auch ein Trainer wie Xabi Alonso im Überlegen. Wenn ich jetzt nicht gehe, dann holen sie einen anderen Trainer, der hat vielleicht 3 Jahre Vertrag, dann hat der einen guten Job, dann ist es vielleicht 4 Jahre. Wo geht mein Weg hin? Das wird kommen. Deswegen so 3 Spiele nach der Winterpause. Das ist so mein. Vor allem hast du den Afrika-Cup, ne? Das ist halt für viele Teams natürlich, und Leverkusen ist ganz krass davon betroffen mit Tabsoba, Cousinou und Boniface, ne? Und das ist halt die Frage. Vor allem spielen sie dann auch eins der ersten Spiele nach der Winterpause halt bei den Bayern, und die haben das Problem halt nicht so doll. Deswegen gebe ich dir da recht, das wird sehr entscheidend natürlich, die Phase. Sie haben jetzt mit Stanisic immerhin in der Abwehr dann vorgesorgt. Vorne schick, muss man halt mal gucken, ne? Der war jetzt ewig raus. Wie kommt er zurück? Dass er die Qualität besitzt, ist klar. Aber die 3 zu ersetzen, ist schon hart, ne? Gonzalo, jetzt warst du bei Dortmund und bei Leverkusen. Wen siehst du von den beiden aktuell stärker? Auch Leverkusen? Stärker auf jeden Fall Leverkusen, ja. Spielen auf jeden Fall einen besseren Fußball, aber auch mit Erfolg. Dortmund hängt nur so ein bisschen hinterher. Die gewinnen zwar die Spiele, aber die wissen selber nicht gerade wie, ne? Das ist so, die finden so gerade die Niederlage vom letzten Jahr so ein bisschen, prügeln die gerade so aus den Spielen heraus. Aber ich denke im Moment ist es klar Leverkusen, die auf jeden Fall bis zur Winterpause das dominieren wird. Aber ich finde das spannend, ne? Also wenn wir darüber reden, Dortmund spielt noch nicht guten Fußball, aber hat noch kein Spiel verloren in der Bundesliga, steht trotzdem da oben. Da frage ich mich dann doch, okay, wenn sie dann doch mal anfangen zu rollen,
dann wird es gefährlich, glaube ich, für die anderen. Ne? Also das, die Qualität aber in der Mannschaft ist ja eigentlich da. Ne? Ist ja, aber das haben wir ja letztes Jahr gesehen. Ne? Also die, sorry. Ganz ruhig. Ne? Nee, es wäre ja schön. Das war es. Es wäre schön, wenn es mal länger spannend oben. Ja, genau. Das war ja, letztes Jahr war es ja auch so mit Dortmund, ne? Dass sie dann diese 10 Spiele da, genau. Wenn sie einmal ins Rollen kommen und die Qualität haben sie auf jeden Fall. Vielleicht nicht so wie letztes Jahr, muss ich sagen. So ein Jude Bellingham. Ja. Sieht man einfach, dass er einfach Qualität hat und dass er auch mal Spiele als Mittelfeldspieler auch allein entscheiden kann. Aber wenn die mit den Fans dahinter mal ins Rollen kommen und mal ja, so den richtigen Fußball dann wieder spielen, dann können sie auf jeden Fall wieder ein Kandidat werden. Man muss ja auch fairerweise sagen, wenn du jetzt Dortmund gerade mit, lass uns gleich über die Bayern noch sprechen, wenn du jetzt Dortmund mit Leverkusen vergleichst, hast du ja eigentlich zwei sehr krasse Gegensätze meiner Meinung nach. Du hast ja bei Leverkusen einige Spieler, wie jetzt zum Beispiel den Boniface oder auch den Jonathan Tah, den wir angesprochen haben, die tendenziell eher das, was sie eigentlich können, noch überperformen, ohne denen irgendwelche Qualitäten absprechen zu wollen. Aber ich glaube, keiner von uns hat das so kommen sehen, dass ein Boniface so brachial in der Bundesliga auftritt. Auf der anderen Seite hast du dann bei, du hast es kommen sehen? Union. Deshalb bist du bei Sky und ich nicht. Sergio Luas, beide Spiele in der Europa League in der letzten Saison gesehen und habe wirklich, also erzähle ich jetzt nicht nur aus Quatsch, sondern ich habe wirklich diesen Spieler Boniface gesehen und habe gedacht, wow, der spielt hundertprozentig nächstes Jahr irgendwo in der Bundesliga. Dass es dann Bayer Leverkusen wird, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht vielleicht, na, irgendwas, was so im Mittelfeld erstmal spielt, weil er kommt aus Belgien und so. Aber dass sie dann den Mut hatten, ihn dann zu holen, ne? Auch für einen ordentlichen Preis. Das ist natürlich zum einen erstmal, fand ich das überraschend. Dass er so gut funktioniert, gebe ich dir recht, hätte man jetzt nicht unbedingt erwartet, aber dass er gut ist, dass er einen unfassbaren Körper hat, trotzdem eine Schnelligkeit mitbringt, Riesentechnik, trotz seiner bulligen Spielweise, das hat man auch da schon gesehen tatsächlich. Also das ist krass, der hat ja irgendwie auch schon 2 Kreuzbandrisse in seiner jungen Karriere, ja. 2 noch bis Jens Nowotny, hoffen wir, dass es nicht so weit kommt, aber das ist ja Wahnsinn, dass du da in dem jungen Alter auch dann dich eigentlich immer weiter verbesserst, ne? Das ist schon krass. Aber ich weiß, was ich noch ansprechen wollte, auf der anderen Seite hast du ja Dortmund, Adeyemi, Alea, 2 Spieler, die eigentlich eher unter ihren Möglichkeiten aktuell sind. Ja. Und ich meine, wenn die noch irgendwann kommen, müssen wir schon mit Dortmund rechnen, oder? Ist Loredana schuld. Das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Vermute ich nur. Ja, also was heißt Schuld? Ne? Jeder darf verliebt sein, das ist schön. Aber so ein bisschen auf den Fokus dann doch auf das richten, was wichtig ist. Und ich sehe es immer nicht so gern. Es ist die heutige Zeit, aber wenn es immer TikTok-Videos gibt mit irgendwelchen Tänzen und so mit Anfang 20, da denke ich mir, oder wenn, ist auch schon 20, weiß ich gar nicht. Da denke ich mir doch manchmal, okay, wenn du gerade nicht so auf dem Platz performst, vielleicht doch das ein oder andere Video weniger. Erstmal wieder Leistung zeigen und dann kannst du TikTok-Videos machen, wenn du genug Tore schießt. Gonzalo, also bei TikTok bei aktiv? Du? Bitte? Bist du bei TikTok aktiv? Ich habe TikTok gar nicht, nein. Nee? Nee. Aber tanzen kann er. Tanzen. Was wolltest du sagen? Ich sage, was mir an Leverkusen mehr gefällt als an Dortmund, ist, dass ich finde, Leverkusen hat im Moment, steht Alonso. Also wenn man jetzt im Moment über Leverkusen redet, reden alle über Alonso. Es gibt die Spieler, die super spielen, Spieler, die sich weiterentwickelt haben. Aber Alonso ist der Kopf der Mannschaft. Und ich finde, bei Dortmund ist das so ein bisschen, ne, man weint Bellingham nach, dann ist hier ein Problemfall, da ein Problemfall. Und ich finde, umso mehr man irgendwie immer wartet, wann zündet jetzt dieser Spieler und wann zündet jetzt hier und wann fängt es vielleicht mal an, bei Dortmund richtig zu funktionieren, da gehen halt Spiele weg und am Ende fehlen dir diese Punkte. Und bei Leverkusen war jetzt von Anfang an irgendwie Alonso so der Fokus. Alle haben das gemacht, was er gesagt hat und da wurde nicht viel in Frage gestellt. Wieso stellt er so auf? Wieso stellt er so auf? Sondern er hat seine Idee gehabt, er hat es geschafft, seine Mannschaft an Bord zu bekommen und jetzt cruisen die zusammen. Die cruisen gut. Ja, die fliegen. Also passt alles scheinbar. Ne? Man merkt es, also die Mannschaft folgt ihm. Blind, würde ich fast sagen. Es läuft wie am Schnürchen. Also aktuell haben sie auch das Glück, dass sich keiner verletzt. Alle bleiben fit, alle sind dabei. Und
Ja, Bayer Leverkusen, also ich bin da so ein bisschen bei Jens. Ne? Ich glaube, sie müssen es auch erstmal bestätigen und dann wirst du nach dem Winter auch wirklich sehen, wo man steht. Das gilt für andere Mannschaften auch. Vielleicht kommen auch noch Spiele. Ich glaube, am Anfang der Sendung hattest du es mal gesagt, wo sie dann auch nochmal vor andere Probleme gestellt werden, wenn dann auch Gegner kommen, die sie wirklich mal so richtig beschäftigen. Ne? Ich bin bei dir auch in München, finde ich. Hat Bayern kein gutes Spiel gemacht an dem Tag. Hat sie nicht so gefordert, wie man das eigentlich im Vorfeld erwartet hätte. Die Hürde müssen sie nehmen und dann kommen eben auch diese Störfaktoren dazu. Xabi Alonso, Real Madrid, das Thema wird spätestens im neuen Jahr, glaube ich, wöchentlich in allen Gazetten stehen und damit müssen die Spieler dann natürlich auch zurechtkommen. Wenn sie das alles nicht interessiert und sie so weitermachen, dann glaube ich, ist alles möglich. Die Frage ist nur, ob die Bayern noch weiterfliegen. Das kann sein. Also es ist, schöne Überleitung wieder. Es ist tatsächlich so, dass Bayern München natürlich immer das Zeug dazu hat, die beste Mannschaft zu sein. Sie haben den Kader. Also am Ende des Tages entscheiden dann so diese Spiele auch untereinander. Ne? Ich meine, jetzt haben sie 2-2 dann gegen Leverkusen gespielt. Letzte Saison waren es dann auch die Dortmunder, die dann im Hinspiel den Bayern noch ein Unentschieden abgeluchst haben. In München gehen sie ja immer regelmäßig unter. Aber das sind so die Spiele, wenn du die als direkter Konkurrent gegen die Bayern vielleicht auch mal ziehst und das erwarte ich von Leverkusen im Rückspiel zu Hause, dann hast du auch nochmal so diesen kleinen Punktevorteil vielleicht. Ne? Also ich glaube, da wird es dann echt auf Nuancen wieder ankommen. Aber am Ende, wenn du mich fragst, du hast ja gerade schon so geschaut, Bayern München weiter das Nonplusultra. Marc, wie siehst du die Bayern aktuell? Der Sommer war ja auch dann ein bisschen turbulent. Man hat lange an Harry Kane gearbeitet, ihn dann bekommen. Dann hatte man das Gefühl, hat man vor allem so die letzten Transfertage dann doch irgendwie arg verschlafen. Das ist ganz interessant, du hattest Stanisic angesprochen, ja, der jetzt bei Leverkusen nicht spielt und gefühlt bei den Bayern wahrscheinlich sogar mehr gespielt hätte. Das hat mich total überrascht, dass du den abgibst. Also ich meine, rechts hinten, klar, du hast jetzt Masraoui so, aber ansonsten ist eigentlich nichts. So, und das hat mich dann schon überrascht. Ist eigentlich ungewohnt, dass die Bayern so eine Kaderplanung hinlegen. Also sollte man meinen, dass sie das eigentlich besser wissen. Also hat mich überrascht. Ich glaube, Thomas Tuchel ist auch überrascht. so wie das Thema mit der Holding Six. Ich glaube, generell ist er jetzt nicht so zufrieden, hundertprozentig mit dem Kader. Jetzt haben wir, weiß nicht, ob wir darüber schon reden wollen, jetzt haben wir diese Aussage von Uli Hoeneß, der versucht hat, ihn wieder so ein bisschen einzubremsen. Wo ich mir denke, kannst du noch mal einmal bitte rezitieren fürs Publikum? Was hat er gesagt, Uli Hoeneß? Hat er mehr oder weniger gesagt, dass, das habt ihr die nicht sogar da? Haben wir die da? Ich glaube ja. Weißt, er hat ja mehr oder weniger gesagt, dass man Tuchel den Kader hingestellt hat und er mehr oder weniger damit jetzt arbeiten sollte und sich nicht so viel beschweren sollte, so ganz frei rezitiert. So. Und Tuchel ist aber auch jemand, wenn den was nervt, der sagt es natürlich auch nicht nur zweimal. Ne? Aber aber du brauchst ja auch jetzt jemanden. Guck mal, der lacht. Okay. Gonzalo, Einschätzung? Ich hatte ihn ja gehabt, zwei. Ja, deshalb frage ich dich. Und er beharrt auf seine Meinung. Ne? Und wenn der was will, dann hat er Harry Kane bekommen. Der hätte gerne eine 6 bekommen, die hat er leider nicht bekommen und das wird er jetzt durchziehen bis zum Winter. Aber ich finde, es ist ja auch sein gutes Recht, ne, als Trainer bei FC Bayern, du hast die höchsten Ansprüche zu erfüllen, ja, im Idealfall so zu 3 Titel holen, dann finde ich, ist es auch sein gutes Recht zu sagen, Leute, mir fehlt da einfach einer, der diese Position, der diese Rolle ausfüllen kann und genauso rechts hinten, wenn du da nur einen Rechtsverteidiger hast, dann ist das halt zu wenig und dann ist es ein absolutes Recht, das zu sagen. Also ich... das sollte, finde ich, eigentlich auch mit Uli Hoeneß dann akzeptieren, dass jemand auch mal unangenehm ist. Ja, dafür ist er eine wichtige Person in dem Verein. Und deswegen finde ich das auch legitim, dass er das macht. Ja, wir werden sehen, wer sich im Meisterschaftskampf dann durchsetzt. Natürlich kann man jetzt noch keine genaue Prognose abgeben. Wir haben erst ein paar Spiele in der Fußball-Bundesliga drin. Und wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Ob es dann die Bayern, Dortmund, Leverkusen oder vielleicht doch eine ganz andere Mannschaft wird. VfB Stuttgart. Ihr seid gefragt, das wäre eine Überraschung.